Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern, da Prostatakrebs mit dem Alter zunimmt. Man geht davon aus, dass heutzutage ein Großteil der 80-Jährigen ein Prostatakarzinom aufweisen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 70 Jahren. Ich bin überhaupt nicht erschrocken, weil ich habe das vermutet und auch ein bisschen befürchtet, dass das einmal passiert, weil ich seit Jahren Prostata-Probleme hatte. Aber der PSA-Wert ist eben nur allmählich hoch. Und alle halbe Jahr hat man den PSA-Wert angeschaut. Und das Gefährliche ist eben, wenn er sprunghaft steigt. Und das ist vom Herbst letztes Jahr auf den März hoch. Die Lebenserwartung bei der Diagnose Prostatakrebs hängt vom Tumorstadium ab. Nicht alle Prostatakarzinome sind behandlungsbedürftig. So sind beispielsweise Prostatakarzinome bei älteren Männern oft nicht lebensbedrohlich. Dahingegen sind Prostatakarzinome bei jüngeren Männern, nehmen oftmals einen aggressiveren Verlauf ein und bedürfen dahingegen auch einer Behandlung. Wenn man davon ausgeht, dass der Krebs heilbar ist, gibt es unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt hier zum einen die Operation, bei der die Prostata und die Samenblasen komplett entfernt werden. Es gibt die Möglichkeit der Bestrahlung, wobei man hier von der äußeren und von der inneren Bestrahlung unterscheidet. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Strahlentherapien für den Prostatakrebs. Das eine ist, dass man von außen bestrahlt, mit einem sogenannten Linearbeschleuniger. Und die andere Form ist sozusagen die, die man von inwendig behandelt, mit der sogenannten Brachytherapie, die eigentlich umfasst, dass man mit Hohlnadeln, radioaktive Quellen die Prostata einbringen. Die Strahlentherapie kommt für Patienten in Frage, wo der Prostatakrebs noch lokalisiert ist, das heisst, wo keine Metastase haben und wo man ähnlich wie bei der Chirurgie das Organ als Gesamtes behandelt und dass man auch eine Heilung erreicht. Das Ziel von einer Strahlentherapie, wenn der Prostatakrebs noch lokalisiert ist, ist die Heilung. Es gibt Situationen, wo der Tumor natürlich sich verbreitet hat im Körper, dann ist die Strahlentherapie da, um Linderung zu erreichen. Bei der Bestrahlung der Prostata muss man aufpassen, dass man die Nachbarorgane nicht beschädigt. Und das ist vor allem die Blase und das ist der Enddarm. Sowohl der Hausarzt, wo man sich die Jahre betreut, wie auch der Urolog, wie auch Chur hat empfohlen, ich soll das machen. Ich habe das auch mit der Frau abgeklärt. Und weil man da gute Heilungschancen hat bei dieser Strahlentherapie und ich auch Leute kenne, die das erfolgreich überstanden haben, habe ich mich eben für das entschieden. Wenn man sich für eine Hormontherapie mit Spritzen entscheidet, wird das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, blockiert. Man weiß, dass das Prostatakarzinom unter dem Einfluss des Testosterons wächst und über eine Blockade somit das Wachstum erst einmal behindert wird. Ich habe mich da voll den Ärzten anvertraut und habe das machen müssen. Es hat gezeigt, dass die Hormontherapie sofort wirkt. Jetzt ist der PSA-Wert von 25 auf 0,3. Also. Das ist für eine Laie gesagt. Man hat dem Tumor einfach kein Fressen mitgegeben. Und damit ist der Blutwert wieder auf ganz gute Werte runtergekommen. Bei der Betreuung von Patienten mit Prostatakrebs ist wichtig, dass vor der Behandlung die Situation mit dem Neurolog besprochen wird, dass man sich einigt auf eine Therapie. Wichtig ist, dass man den Patienten vorher gut informiert, ihn aufklärt. Für das gibt es immer ein Gespräch, bevor man die Therapie plant und anfängt. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, ist sicher wichtig, dass man den Patienten darüber aufklärt, was für mögliche Nebenwirkungen entstehen können und vielleicht auch bleiben. Wichtig ist natürlich, dass man wirklich betreut wird
und vor allem lückenlos aufgeklärt wird, was abgeht und nichts vertuscht wird. Und darum muss man auch konkret Fragen stellen. Ja, nicht in Panik fallen und zweifeln, sondern effektiv an die heilige Chance glauben. Man hat es ja viel leichter nachher. Und im normalen Leben gleich weiterfahren, überhaupt nichts anderes machen. Alle Hobby pflegen, alles weitermachen und den Heilungsprozess abwarten.